Ich beginne dann mit der öffentlichen Anhörung zu unserem Thema Digitalisierung des Bauens. Das ist dann zugleich unsere 38. Ausschusssitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Herzlich willkommen nochmal. Wir haben auch Kollegen eingeladen aus den anderen Ausschüssen, aber ich sehe erst mal noch keinen. Also wenn die kämen aus Wirtschaft und Energie, aus Verkehr und digitaler Infrastruktur, Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung und aus dem Ausschuss Digitale Agenda. Haushaltsausschuss hatten wir eingeladen, weil das natürlich ein allumfassendes Thema ist. Aber wie gesagt, ist kein Kollege da. Wenn die kommen, sind die herzlich begrüßt. Aber ich begrüße auch unsere Freunde auf der Tribüne, die Zuhörer, schön, dass Sie da sind. Auch da zeigt sich, dass es Interesse gibt an dem Thema. Und natürlich nochmal ein herzliches Willkommen an unsere Sachverständigen. Ich darf Sie jetzt mal vorstellen. Wir machen das der Reihe nach. Wir fangen mit dem Dr. Andreas Geier an. Das ist der Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbes. René Hagemann, MIG-Sitz, Geschäftsleiter der Technik, Bauspachten und Nachhaltigkeit beim Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und Professor Dr. Insch Markus König ist da. Er ist am Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen von der Ruhr-Universität Bochum. Dann haben wir als Gast hier Professor Daniel Mondino, Professor für Digitales Integriertes Prozessmanagement, Planen, Hafen City, Universität Hamburg. Den Diplom-Ingenieur Martin Müller ist der Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer. Und Walter Palmetzhofer, Open Knowledge Foundation Deutschland. Und wir haben den Diplom-Ingenieur Johannes Reichböck hier für den Bundesverband der Bausoftware. Dr. Jan Tulke ist der Geschäftsführer von Plan Bauen 4.0. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen, vor allem mit Ihrer Kompetenz zur Verfügung zu sein. Wir werden heute, das sehen Sie, gestreamt, zeitversetzt, ein bisschen zeitversetzt im Internet und im hauseigenen Parlamentskanal übertragen. Und dann ist es bei uns auch üblich, in den Anhörungen, dass es natürlich nach der Sitzung ein Wortprotokoll gibt. Das können Sie auch einsehen auf der Homepage des Bundestages. Können Sie noch mal nachlesen, was Sie gesagt haben, aber auch, was vielleicht gefragt wurde. So, wir haben den einzigen Tagesordnungspunkt heute in unserer Anhörung. Das ist Digitalisierung des Planens und Bauens auf der Bundesdrucksache 19/14/341. Das ist ein Antrag der CDU/CSU und der SPD. Und dann gibt es einen weiteren Antrag von Abgeordneten der FDP mit dem schönen Titel Smart Building, ein Update für den Wohnungsbau. Das würden Sie finden auf der Drucksache 14026. Wir haben ein bisschen Zeit geschunden. Wir haben danach noch eine normale Ausschusssitzung, nicht öffentlich. Die ist nicht so groß, die Tagesordnung heute, sodass wir hier also gemütlich anderthalb Stunden Zeit haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir zwei Fragerunden machen. Vielleicht haben wir dann auch Zeit für die dritte Fragerunde. Hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir sind. Sie mit Fragen und Antworten. Wir haben ja Ihre schriftlichen Stellungnahmen angefordert. Die haben wir dann auch alle fleißig gelesen, sodass wir die Zeit dann auch schon gespart haben und wir direkt in die Fragerunden einsteigen können. Also zwei Runden mindestens machen wir und wir gehen immer davon aus, dass wir 5 Minuten für die Frage und die Antwort haben. Das muss ich vor allen Dingen meinen Kollegen sagen. Also kurze Fragen stellen, damit auch noch Platz für die Antwort ist, zeitlicher Raum für Antworten ist. 5 Minuten. Und wenn wir halt schnell sind, können wir noch eine dritte Fragerunde machen. Die Kollegen, die jetzt aus anderen Ausschüssen sind, die haben auch Rederecht, das ist klar. Jetzt ist keiner da und kann ich das auch lassen. Dann fangen wir mit der ersten Fragerunde an. Wir fangen mit der CDU-CSU-Fraktion an und Herr Kiesling von der CSU hat das Wort. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich mache es kurz. Ich habe zwei Fragen in der ersten Runde. Einmal an Herrn Hagemann-Mitzkus, Herrn Reischböck und Herrn Tulke. Da geht es zum einen mit der Einrichtung des Kompetenzzentrums BIM. Gemeinsam durch Verkehr und Bau hat die Politik ja lang geforderte Forderungen ja umgesetzt. Jetzt ist die Frage, was erwarten Sie vom Kompetenzzentrum und wo sehen Sie die Rolle der Verbände? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die Sie da vielleicht mit integrieren können, ist mit der Aufstellung der BIM-Strategie für den Bundeshochbau. Kann die Verbindung nur mit Auswertung von Pilotprojekten funktionieren? Und wie sehen Sie die Vorbildfunktion? Hat die entsprechende Signalwirkung in der Branche und kann die breiten Entwicklung auch vorantreiben?
So, das fängt schon sportlich an. Drei sollen jetzt noch antworten in 5 Minuten. Herr Hagemann darf der Erste sein. Ja, guten Morgen. Ja, wie Sie richtig sagen, Kieslings Kompetenzzentrum haben wir lange gefordert, sind auch froh, dass es jetzt kommt. Wären noch froher, wenn es dann demnächst auch wirklich einheitlich mit dem Verkehrsministerium und dann möglichst mit dem BMW zusammenarbeitet und das in einer Hand ist. Ehrlich gesagt, was wir erwarten, ist immer ein ganz großes Thema, das der Thulke sich auch noch ansprechen wird, das Thema Normung, Standards. Wir brauchen hier als Bauwirtschaft massiv Unterstützung. Ich habe auch gesehen, dass die Kollegen vom Baugewerbe ja auch geschrieben haben, gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen, die Experten fehlen. Muss aber ergänzen, auch für die mittelständischen Großen, die wir ja vertreten, ist das genauso. Also auch uns fällt es immer schwerer, Leute zu finden, die von den Unternehmen entsandt werden. Wir sind als Verband sehr aktiv, die Leute zu motivieren, auch zu gucken, wie man es finanziell unterstützen kann. Und ich glaube, wir müssen hier mal weitergehend darüber denken, ob wir auf Sicht eben damit weiterkommen mit dieser alten Trennung, die da heißt, Normung ist reine Privatsache, der Staat hält sich da raus. Ich glaube, wir brauchen da insgesamt mehr Unterstützung, weil wir sonst eben auch gegenüber internationalen Normensetzungen einfach zurückbleiben und dann Wettbewerbsprobleme bekommen. Rolle der Verbände ist, wir sind als Bauindustrie selber bei Planen, Bauen, Gesellschafter, also auch da verzahnt und werden das natürlich unterstützen. Gleichwohl haben wir vor einiger Zeit bereits hinterlegt, dass wir eigentlich gerne tatsächlich dabei mitwirken möchten, auch bei der großen Zielsetzung, also auch mit dem vom Baugewerbe, auch den Architekten, dass es einen Beirat möglichst geben sollte, der die Kompetenz aus unseren Verbänden mit abbildet, sodass wir in der Lage sind, dann auch entsprechend Einfluss zu nehmen, was da passiert und da zu helfen, was da passiert, weil das, glaube ich, besser ist als nur in der zweiten Reihe. Letzte Frage war zu Pilotprojekten. Ich glaube, bei Pilotprojekten ist ganz wichtig, dass wir endlich mal in die Fläche kommen tatsächlich. Und nicht nur Leuchttürme haben, die irgendwo vor sich hin dümpeln, sondern wir müssen einfach weiterkommen, in die Fläche kommen, dass da wirklich was passiert. In Kommunen ist es ja, das wissen Sie ja, Herr Kiesling persönlich ja auch ganz genau als ehemaliger Kommunalbeamtenpolitiker, müssen wir einfach viel tun, dass da viel passiert, dass die Städte voneinander lernen können, dass wir da weiterkommen, weil die Rolle der öffentlichen Hand als Auftraggeber ist einfach wichtig, da eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Und das sehen wir schon als ganz zentral. Gut, der Nächste, Herr Reischböck. Also wir sehen auf alle Fälle vom Bundesverband der Bausoftwarehäuser die Gründung des Kompetenzzentrums ist ein ganz wichtiger Schritt, der in die richtige Richtung geht. Letztendlich ist die Softwareindustrie sehr engagiert, diese BIM-Technologien auch zu entwickeln. Aber was nützt die beste Technologie, wenn man niemanden hat, der sie einsetzen kann? Und dementsprechend geht es nur Kompetenz und Technologie Hand in Hand. Und ich glaube, das ist definitiv ein wesentlicher Schritt, der auch lange gefordert wurde, der, Sie haben es zuerst schon erwähnt, mit der Gründung der Plan im Bauen 4.0 durch, ich glaube, es waren 7 oder 8 Verbände, wo der BVBS auch dabei war, wo wir gesagt haben, ja, es muss was passieren, sozusagen als ersten Schritt. Und wir sind wirklich froh, dass die öffentliche Hand jetzt hier sich stärker engagiert. Und das ist eben auch das, wo ich bei der Normung sehe, dass hier das Engagement da sein muss, weil wir haben es einfach nicht mit den großen Industrien zu tun in der Bauwirtschaft, sondern mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das heißt, es muss jemanden geben, der das Lead übernimmt. Und da sehen wir die öffentliche Hand definitiv in der Pflicht. Vielen Dank. Die andere Minute. Herr Dr. Thulke. Ja, also ich glaube, wir sind ja federführend beteiligt beim Kompetenzzentrum. Wichtige Aufgabe ist sicherlich auch eine harmonisierte Einführung in den verschiedenen Bereichen. Also wir haben ja den Infrastrukturbereich, der in sich auch schon sehr unterschiedlich organisiert ist, mit der Bahn als eigene Gesellschaft, den Straßenbau, die Wasserstraße und dann den Bundeshochbau. Dort die Einführung zu unterstützen, auch entsprechende Werkzeuge zu entwickeln, dass man das auch in die Breite bringen kann. Das ist das BIM-Portal, was dort erweitert oder entwickelt wird und sicherlich auch dann erweitert werden kann. Und ja, ich glaube, Pilotprojekte spielen eine ganz wichtige Rolle, um einerseits das in die Breite zu bringen, immer mehr Leute und verschiedene Ebenen auch in der öffentlichen Verwaltung auch zu involvieren und dann ganz klar diese Vorbildcharakter eben für die Privatwirtschaft und dann eben daraus auch die Normen, die Standardisierung abzuleiten, die es dann eben auch einfach macht oder einfacher für auch kleinere Unternehmen dort sich mitzubeteiligen. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von der AfD. Herr Magnitz, ja. Ja, danke, gerne. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kollegen und auch die Herren Sachverständigen.
Ich will mal damit beginnen. Ja, es ist eben schon mehrfach gesagt worden, die deutsche Bauwirtschaft zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus. Das ist zum einen die relativ kleinteilige Strukturierung, und zwar sowohl im Planungsbereich wie auch eben halt bei den Bauunternehmen. Es sind eben halt nicht die großen Global Player, die hier die wesentliche Bauleistung erwirtschaften. Und da treibt mich so ein bisschen die Sorge um, dass wir das Ganze, also ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, hier wird etwas von oben, von administrativer Seite dem Ganzen übergestülpt, was sich eigentlich aus der Wirtschaft heraus, aus eigener Kraft und eigener Notwendigkeit hätte entwickeln müssen. Das wäre eigentlich nach meiner Sichtweise das Richtigere. Von den damit verbundenen Kosten wollen wir vielleicht erst später reden. Aber das Ganze finde ich doch sehr problematisch, so wie es jetzt, der Weg einfach, wie rum das jetzt läuft. Und den nächsten Punkt, den ich als sehr, sehr kritisch sehe, das ist der dritte Bereich in dieser ganzen Kette. Und das sind ganz einfach die Bauämter. Die Bauämter sind über Jahrzehnte hinweg immer weiter abgespeckt worden. Da sitzen immer weniger Leute und vor allen Dingen sind es Leute, die mit immer weniger Kompetenzen ausgestattet sind. Die sind also immer weiter in andere Bereiche. Wenn ich heute eine Doppelgarage bauen will, dann habe ich das früher, ich komme aus dem deutschen Nordwesten, da gab es in Ostfriesland den Husmoker, dem hat man gesagt, pass mal auf, bau das Ding da mal hin und dann fing der im Januar an und im Juli hat man den Schlüssel gekriegt und der hat alles gemacht. Das ist schon ein bisschen her, das gebe ich zu, aber zwischenzeitlich ist die Entwicklung dahin gegangen, dass sich für die Errichtung einer Doppelgarage, ich weiß nicht, wie viele Fachplanungsbüros erstmal beschäftigen muss, bis hin zum Prüfstatiker, der das ganze Ding dann auch nochmal angucken muss. Das halte ich für eine völlig falsche Richtung und wir sollten erstmal dahin gehen, die Bauämter wieder zu ertüchtigen und in die Verantwortung zu bringen. Und deswegen ist auch die Frage, wenn wir jetzt anfangen, da ganz plötzlich mit BIM zu arbeiten, vielleicht die Frage ganz direkt an Herrn Dr. Geier. Meinen Sie nicht auch, dass es viel wichtiger wäre, dass wir über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg zumindest zwei Verfahren in den Bauämtern parallel laufen lassen, nämlich das alte analoge Verfahren so lange vorhalten, bis das Bauamt ertüchtigt ist? Danke soweit. Ja. Okay, vielen Dank. Sie können antworten. Aber wir müssen natürlich Fragen stellen, weil ich kann es jetzt verstehen, wenn das Herz am Überläuft, aber wir wollen ja die... Ja, ich kann Sie da auch verstehen. Herr Geier. Ja, Herr Magnitz, grundsätzlich ist es in der Tat so, dass sich moderne Informationstechnologie am Markt beweisen müssen. Sie müssen Effizienzpotenzial erschließen. Sie müssen einen Mehrwert für jedes Unternehmen bringen. Und Sie haben auch recht mit dem Blick auf die Struktur in der Bauwirtschaft. Das muss sich auch für kleine Unternehmen rechnen. Es ist aber durchaus so, dass kleinere Unternehmen auch auf dem Weg sind, sich diese Potenziale zu erschließen. Wir haben, wenn wir heute hier über BIM reden, unterhalb von BIM ganz viele digitale Anwendungen, sei es mobile Datenerfassung, Arbeitszeitgeräteeinsatz, Personaleinsatz, Planung, die auch in einem sehr dynamischen Tempo angegangen werden. Die werden auch eine notwendige Bedingung sein, um eines Tages entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau, wenn wir über BIM reden, von der Planung, Bauausführung bis zum eines Tages Rückbau oder den Facility Management, derartige Technologien nutzen wollen. Deswegen ist natürlich Augenmaß gefragt, wenn man diesen Prozess begleitet. Dann reden wir natürlich hier heute über die Unterstützungsmöglichkeiten oder die öffentliche Hand in ihrem Auftragsverhalten. Wir haben nebenbei ja noch den Wirtschaftsbau und den öffentlichen Bau. Da, wo Sie sagen, da ist auch kein Regime, wo sich das beweisen muss. Auch da sehen wir, dass sich diese Technologie zusehends am Markt etablieren. Und es wird am Ende des Tages nicht so sein, dass wir im Wirtschaftsbau und im Wohnungsbau andere Anwendungstechnologien haben, als wir im öffentlichen Bau nutzen werden. Das ist für die Unternehmen gar nicht sinnvoll. Und natürlich ist es wichtig, sich dann anzuschauen, wenn wir denn von der öffentlichen Seite her diesen Prozess unterstützen wollen oder auch in Gang setzen wollen, wenn wir bestimmte, wie in den Anträgen zu sehen, Daten setzen, ab denen das gültig sein soll oder Volumina, ab denen das gelten soll, immer genau sagen, inwieweit betrifft das die Planungsseite, inwieweit betrifft das die Ausführungsseite, in welchem Umfang schreiben wir das vor, welche Ressourcen braucht das, um dann auch zu schauen, können diese Ressourcen geleistet werden. Dann muss man sich anschauen, wie man das unterstützen kann, dass diese Ressourcen aufgebracht werden.
Aber die Digitalisierung, das kann ich Ihnen sagen, auch für die baugewerblichen Unternehmungen, die ist durch. Das Thema steht nicht mehr in Frage, die vergeht nicht wie ein Schnupfen, das ist da. Und es sind zusehends Unternehmen, die diese Technologien auch nutzen werden. Vielen Dank. Jetzt haben wir die SPD-Fraktion, Frau Tausend. Ich bedanke mich auch für die heutige Anhörung und für die Chance, das Gespräch mit Ihnen als Experten zu finden. Und würde auch vorausschicken, dass wir als SPD gemeinsam mit dem Koalitionspartner die Chancen, aber vor allem auch die Notwendigkeit einer Intensivierung der Digitalisierung des Planens und Bauens sehen. Wir haben das auch entsprechend festgehalten in unserem Koalitionsvertrag und sind den ersten Schritt gegangen mit der Einrichtung unseres Kompetenzzentrums für BIM. Die erste Frage wäre an die Experten. Diese Schritte werden wahrscheinlich nicht als komplett ausreichend bewertet. Und deswegen haben Sie weitergehende Vorschläge, wie wir als Bundesgesetzgeber wohlgemerkt hier konkret dieses Thema unterstützen können, Sie unterstützen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ein kurzer Ausflug in die Praxis. Ich war viele Jahre Stadträtin, kenne das Thema aus der kommunalen Praxis. Wir haben in München einen Modellversuch unternommen im Jahr 2015, über BIM ein Projekt zu planen, und zwar im Tiefbau. Es war ein Straßenverkehrsprojekt, ein Tunnel, eine Tunnelsanierung, kein Hochbau. Ist gescheitert an den technischen Voraussetzungen und an den großen Datenmengen, und zwar sowohl von Seiten der technischen Voraussetzungen, jetzt Verkabelung, wie auch der Endgeräte, und das in München, wo wir wirklich Breitband haben, wo wir wirklich Glasfaser haben, aber auch die entsprechende technische Ausstattung eigentlich in den Ämtern und auch die Kompetenzen. Trotzdem ist es sehr schwierig gewesen. Haben Sie Erfahrungswerte, wie groß die Anwendefreude ist von BIM in den kommunalen Verwaltungen oder auch in den Länderverwaltungen? Frau Tausend, jetzt müssen Sie nur noch sagen, an wen Sie sich gewendet haben, die Frage gestellt haben. Ich glaube, hier sind auf jeden Fall, kann Herr Dr. Geier etwas dazu sagen, es kann vielleicht aus der Praxis Dr. Tulpe etwas dazu sagen und vielleicht Professor Mugino. Ich glaube, es reicht. Genau. Das waren nur Vorschläge. Wahrscheinlich können die alle acht was sagen. Also Herr Dr. Geier. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe zwei Fragen notiert. Das eine ist, was kann die Politik tun und wie groß sehen wir die Anwendungsbereitschaft bei den Kommunen? Was kann die Politik tun? Das sind drei Dinge, weil in der Tat natürlich zu berücksichtigen ist, dass sich solche Technologien am Markt nachher tragen müssen. Aber es gibt, glaube ich, zurzeit drei Dinge, die gut getan werden können von politischer Seite. Das eine ist Orientierung geben. Das zweite ist, ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das dritte ist, Investitionssicherheit gerade für KMUs zu geben. Und darunter will ich jetzt folgende Punkte Ihnen als Stichworte geben. Das eine ist, fiel ja auch schon, der Begriff Breitband umsetzen. Die Bauwirtschaft ist eben regional stark verteilt. Also sie sitzt nicht in Städten, sondern viel in der Fläche. Deswegen ist das da eine besondere Anforderung. Wir begrüßen sehr, dass die öffentliche Hand an offenen und herstellerneutralen Standards festhält, weil das einfach die Auswahl der Werkzeuge, der IT-Werkzeuge in den Unternehmen erleichtert, wie auf der anderen Seite auch auf der Seite der Softwareentwickler einen Wettbewerb weiter öffnet, sodass wir nicht zu einer amerikanischen Lösung kommen, dass also Autodesk Revit die einzige Anwendung ist, die dann als Closed BIM genutzt wird. Ein dritter Punkt, Normungsarbeit unterstützen. Das, was in den Anträgen auch geschrieben ist, unterstützen wir sehr, dass man also entweder oder und Fachexperten, die entsandt sind, unterstützt. Kleine Unternehmen können das von den Ressourcen her nicht leisten, Zeit aufzubringen, Kosten aufzubringen oder auch mit eigenem Personal die Normungsarbeit zu unterstützen. Pilotprojekte sind auch schon angesprochen worden. Die sollten so konfiguriert werden, dass wir sie breit in der Fläche auch tatsächlich üben können. Wissensvermittlung zu unterstützen. Hier ist oder sind die Kompetenzzentren, die es gibt, zu nennen. Hier kann man und sollte man überlegen, was man stärker committet, also zusammen an den Ministerien als auch von den Zentren, die es da gibt, und wie man das auch offensiver an die Basis bringt. Und die öffentliche Hand muss klar kommunizieren, wenn sie sich auf den Weg macht und eben BIM eines Tages verpflichtend geltend machen will, welche Anforderungen sie an die Auftragnehmerseite verbindet und dabei im Auge haben, welche Ressourcen das erfordert, weil ein, ich sag mal,
festes Datum zu schreiben, sozusagen ein Hauruck-Datum 2022, das schafft nur Aktionismus. Wir brauchen konkrete Leistungsanforderungen, die vom Ressourceneinsatz leistbar sind. Sie sollten das also begleiten durch entsprechende Richtlinien. Sie sollten klar schreiben, welche Leistungen Sie, wenn Sie BIM verbindlich vorschreiben, auf Planungsseite, auf Ausführungsseite erwarten, was für Auftraggeberinformationsanforderungen, Musterverträge, Beschreibung, Abläufe, all das dann auch eben für den Hochbau zu tun. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, zu einer breiten Wettbewerbsbeteiligung, ist es im Übrigen wichtig, dass dieser Weg dann auch unumkehrbar ist. Es kann also nicht sein, dass die Unternehmer zum Abspringen motiviert werden und auf der Auftraggeberseite die entsprechenden Fähigkeiten und Ressourcen gar nicht da sind, das dauerhaft nachzufragen. Und Frau Tausen hat es zu Recht angesprochen, die Kommunen sind für uns der wichtigste öffentliche Auftraggeber. Ein Anteil von 55-60%, den die öffentliche Hand die Kommunen bei der öffentlichen Hand einen Anteil haben. Hier wäre es uns eben auch wichtig, auch wenn wir hier vorrangig heute über den Bund reden, dass man im Auge hat, die anderen öffentlichen Auftraggeber, Länder und vor allen Dingen Kommunen auch in die Lage zu bringen und deswegen darüber nachzudenken, ob man diese Kompetenzzentren vielleicht auch stärker regionalisieren kann, da Informationen hinzubringen. Für uns ganz wichtig, dass auch die Auftraggeberseite natürlich dann in der Lage ist, diese Prozesse zu begleiten. Ich glaube, das war jetzt erstmal eine gute Antwort. Dann lassen wir Ihren Kollegen auch nochmal antworten, ja, Dr. Trücke. Ja, vielen Dank. Wir haben hier eine Uhr mitlaufen und nach 5 Minuten springt die auf Rot. Waren das 5 Minuten? Sorry. Das waren schon mehr. Das waren schon 6 Minuten. Es gab ja bereits eine Vielzahl von Pilotprojekten schon, wo man gesehen hat, dass die Methodik umsetzbar ist. Und auch, ich glaube, die Teams, die das gemacht haben, die durchweg das auch positiv beurteilt haben und auch gesagt haben, dass das, diese Einführung der Methodik erstens machbar ist und auch Mehrwerte bringt. Allerdings gibt es natürlich mittlerweile, oder es gibt immer noch eine Vielzahl von bestehenden Regelungen, die natürlich auf die bisherige Arbeitsweise abzielen, wo viele Schrifterfordernisse sind, wo es um Papierunterlagen einzureichen gibt in zigfacher Ausfertigung, wo gewisse Regelsetzungen bei der Massen- und Mengenermittlung beispielsweise auf händische Arbeitsweisen abzielen. Und das spielt sich natürlich in den gesamten Regelwerken, die wir in der Bauwirtschaft haben, wieder. Und um jetzt die digitale Arbeitsweise weiter zu fördern, wäre es natürlich wichtig, diese Hindernisse abzubauen, Klarstellungen zu schaffen in den verschiedenen Regelungen, dass eben dieses modellbasierte und digitale Arbeitsweise heißt, nicht nur die Pläne zu scannen und als PDF zu verschicken, sondern wirklich in das modellbasierte Arbeiten überzugehen. Und das muss eben in den unterschiedlichsten Regelwerken, Bauvorlageverordnung, Bauordnung, Vergaberecht, VOB-Regelung und so weiter, entsprechend natürlich angepasst werden. Ja, danke schön. Herr Föst. Vielen Dank. Ich denke, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir über dieses Thema Digitalisierung im gesamten Bereich des Bauens reden. Wir halten es für ein geeignetes Mittel, um die Effizienz und die Effektivität zu steigern und damit dann auch ein kleiner Baustein für den Fachkräfte- oder dem Fachkräftemangel und demografischen Wandel entgegenzuwirken. Ich möchte noch mal etwas zurückkommen zu dem, was wir bereits wissen. Deswegen, Herr Professor Mondino, Sie haben ja den Stufenplan beim BMVI zum BIM mitgestaltet. Da wäre für mich jetzt einfach mal die Frage, ließe sich das übertragen auf den Hochbau? Oder wäre das, was der, oder auf die staatlichen Hochbaumaßnahmen, oder ist der Anteil, den der Staat da am Gesamtmarkt des Hochbaus hat, zu gering, dass es verpufft? Oder würden Sie da eine Signalwirkung erwarten? Ich vermute mal, weil Sie ja von Anfang an mit dabei waren, dass Sie den Stufenplan auch sehr eng begleitet haben. Können wir daraus Lehren ziehen? Haben wir da Erkenntnisse gewonnen, wo wir sagen, Mensch, im BMVI beim Tiefbau haben wir folgende Erkenntnisse gewonnen. Wir übertragen es am besten gleich auf den Hochbau. Und ich nehme jetzt noch 20 Sekunden, nachdem wir jetzt schon auch von Standards geredet haben und Ausrollen und Verwaltung. Wir brauchen ja Leute, die damit umgehen können. Also wie müssen wir Ausbildungspläne umbauen? Wie müssen wir, ich weiß nicht, wie machen Sie es an Ihrer Hochschule? Ist es Teil des Curriculums bei Architekten, bei Ingenieuren? Müssen wir BIM vielleicht sogar in Ausbildungsberufe integrieren? Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich das dann direkt auch ans Handwerk weitergeben, die Frage. Aber dann lasse ich es mal bei diesen Fragen. Also wir hetzen nicht heute, wir haben ja doch ein bisschen Zeit. Aber Herr Professor, bitte, Mondino. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier dabei zu sein. Also ich glaube, dass Sie
Was sehr Wichtiges ansprechen. Ich glaube auf alle Fälle, dass die Erkenntnisse aus der Infrastruktur und aus dem Stufenplan sehr gut übertragbar sind, auch auf den Hochbau. Wir müssen das sehen, dass dort sicher Anpassungen erforderlich sind. Aber wir haben sehr viel gelernt durch diesen Schwung, den der Stufenplan gebracht hat, wie wir vorgehen müssen, was wir eigentlich brauchen, wie die Rahmenbedingungen sein müssen. Und über die Infrastruktur sind auch sehr, sehr viele Kommunen in die Lage versetzt worden, wirklich jetzt auch mit diesen digitalen Werkzeugen umzugehen. Und die Arbeiten damals am Stufenplan waren ja nicht da ausgerichtet, es nur dann in der Infrastruktur umzusetzen, sondern ganz eindeutig auch im Hochbau. Und die Potenziale auch im Hochbau sind riesengroß. Es ist aber richtig, dass natürlich der öffentliche Hochbau nicht so umfangreich ist, wie es in der Infrastruktur ist. Aber ich glaube, die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand ist in diesem Bereich enorm. Wenn die öffentliche Hand auch für ihre sehr markanten Projekte auch solche digitalen Prozesse einsetzt, dann wird das auf alle Fälle eine große Vorbildwirkung haben. Und ich glaube, der andere Punkt, den Sie ansprechen, also die Menschen, das ist für mich einer der essentiellen Punkte. Ich merke das immer wieder, dass es auch um die Einstellung geht der Menschen, die digitale Prozesse einsetzen. Also wir dürfen die Menschen nicht vergessen. Das ist ein Wandelprozess, das ist ein Change-Prozess. Der muss begleitet werden, denn er ist auch mit Ängsten verbunden. Und ich glaube, dort müssen wir es schaffen, dass dieses Mindset stimmt, dass die Herangehensweise an digitale Prozesse nicht mit Ängsten verbunden ist, sondern wirklich mit einer Sicherheit, mit Chancen verbunden wird. Und da sind natürlich auch die Ausbildungsorganisationen, die Ausbildungszentren gefragt, von allen Ebenen dort ein Bewusstsein zu wecken für die Möglichkeiten, die hier drin stecken. Und natürlich auch die Universitäten mit dem Einbau in die Curricula, was schon relativ weit fortgeschritten ist im Bereich der Ingenieure, was vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig ist im Bereich der Architekten. Aber ich glaube, dort ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. So, jetzt haben wir sogar ein bisschen Zeit gespart. Wird die Architektenkammer gern was dazu sagen? Wie weit, also wenn Herr Föß das erlaubt, dass ich mich da einmische, wie weit da... Okay, den Tee habe ich vergessen. Föst. Ja, würden Sie da was zu sagen? Finde ich auch sehr spannend. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Bundesarchitektenkammer für die heutige Möglichkeit der Teilnahme. Ich will auch gleich dazu sagen, wir waren vorgestern noch im BMI in Bonn zusammen, dass wir auch für die Ingenieure heute in gewisser Weise mitsprechen, sodass sie die Planer in meiner Person mal gebündelt sich vorstellen dürfen. Ich schließe an das an, was Professor Mondino gesagt hat. Ja, wir müssen die Menschen mitnehmen. Und ich will für die Planer anfangen, die Digitalisierung ist ja nichts Neues. Die Digitalisierung läuft seit 25 Jahren, seit es CAD gibt. Das nochmal für die Köpfe. Wir reden ja bei BIM nicht über eine Verschärfung der Digitalisierung, sondern um eine neue Arbeitsmethodik und eine neue Zusammenarbeit, die digital natürlich massiv unterstützt wird. Und da die Menschen mitzunehmen, ist ganz wichtig. Wir vertreten über die Architektenkammern und Ingenieurkammern der Länder insgesamt 170.000 Menschen dieser Berufe. Und die müssen wir natürlich als Berufsträger auch mitnehmen, jenseits derjenigen, die noch in der Ausbildung auf dem Weg zu uns sind. Und um das zu schaffen, haben wir schon vor 3 Jahren den BIM-Standard Deutsche Architekten- und Ingenieurkammern ins Leben gerufen. Und ich bin sehr stolz zu sagen, dass wir seit 2 Jahren mit dem BMI im Gespräch sind und auch die Bundesbauverwaltung sich unserem Standard angeschlossen hat. Das heißt, wir schulen Auftraggeberseite und Auftragnehmerseite gleichmäßig und gleichzeitig, sogar im gleichen Raum, weil wir der festen Auffassung sind, diese Methodik bedeutet, alle müssen das gleiche Vokabular erstmal haben, um sich verständigen zu können. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann ist dieses Projekt schwierig und dann verdienen am Ende die falschen Geld, nämlich Projektsteuerer, die sehr gut sind, keine Frage, oder Juristen, die noch besser sind. Aber das macht das Bauen nicht einfacher und wir wollen ja das Bauen einfacher gestalten, wir wollen das Bauen durchgängiger gestalten und es ist schon gesagt worden von den Kollegen aus der Bauwirtschaft, ja, wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir die kleinen Strukturen mitnehmen, dass wir Netzwerke bilden, die dann in der Lage sind, auch Vergabeanforderungen zu genügen. Und ich gucke insbesondere ins Handwerk, das ja bei uns sehr Bauhandwerk, was fantastisch aufgestellt ist, aber da auch viel Nachholbedarf hat. Und auch wir sind in Gesprächen, dass wir gemeinsam an den gleichen Tisch kommen, um diese Dinge zu lernen, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, das Vokabular zu beherrschen. Digitalisierung ist nur ein Werkzeug. Wichtig ist die Sprache. Okay, vielen Dank. Frau Ley, Sie werden die Nächste.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an alle Sachverständigen, dass wir die Möglichkeit haben, uns heute zu diesem Thema auszutauschen. Wir sehen natürlich als Linke auch die Chancen bei dem Thema Digitalisierung. Und wir wollen ja heute ausloten, unter welchen Bedingungen sie genutzt werden können. Warnen natürlich auch davor, in der Digitalisierung ein Allheilmittel für alle wohnungs- und baupolitischen Fragen zu sehen. Meine Fragen in der ersten Runde gehen an Sie, Herr Palmitzhofer. Die zur Debatte stehenden Anträge und ja auch ein Großteil der Stellungnahmen stellt bei der Digitalisierung des Bauens das Versprechen auf Effizienzgewinne in den Mittelpunkt. Also es geht um Beschleunigung, kostengünstiger zu bauen und berechenbarer zu sein. Meine Frage an Sie ist, ob Sie denken, dass die Digitalisierung dieses Versprechen halten kann. Zweitens, sehen Sie Probleme mit dem Weg, den die Bundesregierung unter anderem mit dem BIM-Kompetenzzentrum eingeschlagen hat? Und wenn ja, wo? Und welche Chancen der Digitalisierung finden aus Ihrer Sicht so wenig Beachtung? Dankeschön, Herr Palmitzhofer. Ja, guten Morgen. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin von der Open Knowledge Foundation. Wir setzen sie ein für offenes Wissen und bauen Tools für die Zivilgesellschaft, um Transparenz zu fördern. Vielleicht bei den Abgeordneten bekannt von Frag den Staat. Ich begrüße mal den Zugang, dass jetzt die Digitalisierung auch im Bauen vorangetrieben wird. Und ich glaube schon, dass eine Effizienzsteigerung gegeben ist. Alleine, wenn man sich das Volumen anschaut in diversen Bereichen und man kommt durch digitale Tools nur im 1%-Bereich rein, ist man schnell im Milliardenbereich. Das gesagt, glaube ich, wäre wichtig, die Digitalisierung, wenn heute noch diskutiert wird, ob die kommen wird, ich meine, der Zug ist abgefahren. Und ich würde einfach auch im Bauen das weiter größer sehen, was eigentlich die Möglichkeiten sind und was außer diesem BIM-Bedarf. Das heißt, das eine ist einmal zum Beispiel, wenn wir über Digitalisieren reden, brauchen wir Breitband. Das ist gefallen. Wenn wir der Breitbandausbau in Deutschland ist der Berliner Flughafen bundesweit. Bei den Statistiken weit hinten. Dann bedarf es zum Beispiel, wie geht man mit den Daten um, die dort erstellt werden. Die Frage wäre, wie kann man Daten weiterverwenden, die in dem Modell erstellt werden. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man Gebäude hat im öffentlichen Wesen, wie erleichtert man Menschen mit Beeinträchtigung wie Sehbehinderung, dass sie in einem Gebäude navigieren können. Das können sie zum Beispiel mit GPS in einem Gebäude drinnen machen, die Wegfindung. Für Rollstuhlfahrer, was sind die Zugangsbereiche? Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, wo das breiter gesehen werden kann, das BIM genauso wie schafft man den Übergang beim BIM in ein grünes BIM. Da geht es dann um die Ressourcenschonung oder wie geht man mit den Bauelementen damit ein. Und dann kommt der dritte Punkt noch dazu, der auch möglich wäre, wie geht man mit der Partizipation im Bauen um, wie schafft man bessere Bürgerbeteiligung. Das heißt, es gibt einen ganz großen Set von Tools, die man verwenden können. Und das Schöne ist beim Digitalisieren, Digitalisieren ermöglicht auch Experimentieren. Und das ist, glaube ich, bei vielen Sachen jetzt, wo Bauen ja die Grundprämisse oder Zielfunktion Nummer eins wäre, mehr leistbare Wohnungen zu schaffen. Das ist ja, glaube ich, in Deutschland, wenn ich Ihr Statement gesehen habe, gehen halt bis 2021 über 1 Million Wohnungen ab. Das heißt, wo kann man wieder mit 1% Effizienzsteigerung durch digitale Tools diese 1 Million Wohnungen, die es geben sollte, laut der Bundesarchitektenkammer, besser oder billiger herstellen? Und das Experimentieren ermöglicht auch dann, dass man dorthin kommt, das auch angesprochen ist, dass man technologische Souveränität hat im Bereich Bauen, die man in ganzen anderen digitalen Bereichen schon verloren hat. Und das geht halt nur mit offenen Standards, offenen Daten, mit freier Software. Und da ist halt der Staat gefordert, das zu fördern und die Richtung vorzugeben. Und wenn wir beim föderalen System nochmal sind, ich habe das in der Stellungnahme reingeschaut, sehen Sie es einfach als Container. Sie wollen was fassen, was der Schifffahrt war. Früher hat man jeden Einzelteil händisch verladen, dann kam der Container und mit dem Container gab es eine vereinfachte Verschiffung. Bei Daten ist das gleiche, wenn Daten standardisiert sind, wenn sie mit offener Software gemacht werden, dann können Sie zum Beispiel seine Baueinreichung für eine größere Stadt rüber skalieren auf eine kleinere Stadt, ohne diese Kosten, die dadurch verursacht werden, weil Sie nicht jedes Mal neu schreiben müssen. Und diese Möglichkeiten von diesen Skalierungseffekten, wenn die Standardisierung mit offenen Daten, mit offener Software gegeben ist, wird, glaube ich, unterschätzt oder wird nicht vorangegangen. Und das bedingt auch, dass, wenn der Staat was macht, als Grundvoraussetzung für zukünftige Aufträge dies bedingen müsste. Das heißt, es muss gegeben sein, dass nur offene Software, offene Daten bei Auftragen gefordert werden. Das wäre mein Statement. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch die Grünen. Der Herr Kühn.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Für uns ist das Thema Digitalisierung im Bauen eines, das sicherlich sozusagen erstmal ja, aus unserer Perspektive im Baubereich noch sehr, sehr unterbelichtet ist. Ja, ich glaube, wenn man auf den Bausektor schaut, da kann man schon sagen, im Verhältnis zu anderen Industriebereichen, ja, hängt man da deutlich noch mal auch hinterher. Und ich finde es deswegen sehr gut, dass wir uns heute hier im Bauausschuss sozusagen noch mal über diese ganze Breite unterhalten. Und ich bedauere es ein bisschen, dass wir jetzt sozusagen wieder sehr stark auf das Thema BIM gekommen sind. Meine Frage, Herr Müller, Sie haben es ja sozusagen angesprochen, BIM ist ja erstmal nur eine Planungsmethode. Ist ja erstmal sozusagen ein Baustein, sage ich mal, der Digitalisierung der Branche in der Gänze. Was sehen Sie sozusagen an weiteren Bausteinen, um wirklich die Digitalisierung im Baubereich also sozusagen zum Durchbruch zu bringen? Es ist schon ein bisschen angenannt worden. Wie wichtig sind da sozusagen offene Schnittstellen? Ja? Wie wichtig sind aber auch die Fragen, wem gehören eigentlich die Daten? Ja? Wie geht man dort eigentlich mit eigentumsrechtlichen Fragen auch in Zukunft um? Und wenn man sozusagen auf die Digitalisierung blickt, glaube ich, wird es für uns jetzt hier im Bundestag eine Dauerbaustelle werden. Ja? Was hinsichtlich sozusagen Novellierung von Gesetzen und anderem geht. Können Sie da ein bisschen was sagen, inwieweit Sie glauben, Vergaberecht und sozusagen baurechtliche Fragen, die man anpassen muss? Oh, das ist jetzt ein weites Feld für 5 Minuten. So viel habe ich gar nicht, ne? Ich versuche es mal, Herr Kühn, vielen Dank. Dann ist noch weniger. Gut, also das ist ein sehr umfassendes Feld. Sie sprechen Punkte an, die ich heute auch nicht abschließend beantworten kann, weil sie teilweise in der Bearbeitung sind. Fragen meinetwegen der Datensicherheit, der Datenverwaltung, des Urheberrechtsschutzes im digitalen Bereich und so weiter sind vielfältig und werden von uns, von unseren Justiziaren derzeit parallel bearbeitet. Das ist ein weites, weites Feld. Gleichwohl bitte ich darauf zu achten, grundsätzlich, dass sich Rahmenbedingungen, unter denen die Planer, ich spreche jetzt mal im Moment mal für die Planer, unter denen sich Planer bewegen, sich ja nicht parallel verändern. Ich erwähne die gesamtschuldnerische Haftung als wichtigen Punkt. Ich erwähne das Werkvertragsrecht als wichtigen Punkt. Das heißt, wenn der Sachverständige links von mir von Experimenten spricht, dann werden bei vielen Kollegen sicher die Antennen hochgehen und sagen, ja, hätte ich gern mal gemacht, aber, und dann kommt das Aber, und dann kommt wieder der harte Alltag. Also da müssen wir viele Dinge, Herr Kühn, die Sie ansprechen, miteinander sehen. Das geht bis zur Honorierung. Sie wissen, dass die Honorarordnung im letzten Jahr vor dem EuGH, sagen wir mal, nach unten geöffnet wurde. Ob das in Zeiten einer abflauenden Konjunktur, wenn sie mal kommt, gut ist für die Bauwirtschaft insgesamt, müssen wir mal schauen. Aber die Themen bearbeiten wir parallel und erhoffen uns eben, indem wir Schritt für Schritt gehen. Das ist wichtig bei uns. Wir müssen ja die Kollegen mitnehmen. Wir können jetzt ja nicht von oben herab irgendwas erfinden und sagen, das müsst ihr jetzt tun, sondern wir müssen jeden der 170.000 nach Möglichkeit mitnehmen auf dem Weg und die jungen Leute, von denen Herr Mondino vorhin schon gesprochen hat, auch die in das System so einspielen und einfädeln, dass die mit ihrem neuen, frischen Know-how in diese Erfahrungsspirale der Älteren hineinpassen. Das sind also ganz, ganz viele Schritte. Und was sich im Vergaberecht zum Beispiel, Sie haben das angesprochen, oder bei Vergaben auftun könnte, wäre, wenn man zu schnell, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ohne das jetzt druckreif zu haben, wenn man zu schnell Vergabeverfahren oder Vergaben der öffentlichen Hand auf BIM einschränkt, baut man sich selbst einen Trichter, der vielleicht dann nur wenige im Moment durchlässt. Noch ist ja die Breite nicht in der Lage, das alles zu bedienen. Es gibt ja viele. Also da würde ich darauf achten, dass bei Vergaben auch sehr umsichtig geschaut wird, wen erreicht man. Was noch wichtig ist, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, der Bauherr muss ja genauso BIM-fähig sein. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, können wir auch noch mal vertiefen. Der Bauherr ist ja ein wichtiger Baustein in dieser ganzen BIM-Kette. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und was mir wichtig ist, letzter Satz, dann habe ich meine Zeit auch schon fast erreicht. Ich würde gerne das Thema Bauen im Bestand hier mal einführen. Weil BIM läuft im Moment in den Dingen, die wir so lesen und hören, überwiegend beim Neubau, Pilotprojekte, das sind alles tolle Geschichten. Wir reden aber in Deutschland im Jahresmittel von 96% Bestandsbauten, in denen wir uns zu beschäftigen haben, als Handwerker, als Bauindustrie, als Planer. Und darum müssen wir uns auch Gedanken machen, wie kriegen wir den Bestand digitalisiert? Wie kriegen wir den Bestand nicht nur digitalisiert, indem man einen 3D-Scan erfindet? Das ist längst abgefrühstückt. Nein, der Bestand muss attributiert werden. Und dafür brauchen wir Menschen, die im Zweifel bei einem 50er-Jahre-Bau wissen, was gibt es denn für Schichtaufbauten üblicherweise, um möglichst zerstörungsfrei schon mal Dinge zusammenzutragen an Attributen. Der Neubau kann das relativ leicht, das werden die Kollegen bestätigen. Da kann ich die Attribute einpflegen, da gibt es dann Datenbanken, die Hersteller sind da auch sehr bemüht. Aber wir müssen
müssen uns auf das Tagesgeschäft unserer Branche einstellen, und das ist Bauen im Bestand. Und nochmal bitte jeden nach Möglichkeit mitnehmen. Das wäre der Wunsch der Bundesarchitektenkammer und der Bundesingenieurkammer. Ja, vielen Dank. Dann können wir die zweite Runde eröffnen. Wir haben jetzt viel Problembeschreibung. Wir wissen, wo die Probleme liegen. Natürlich beim Arbeitnehmer, beim Arbeitgeber, bei den Verwaltungen, bei den offenen Schnittstellen, bei der überhaupt zur Verfügung stehenden, sagen wir mal, WLAN auf der Baustelle. Aber wir wollen natürlich die Lösungen haben. Ja? Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben jetzt die CDU-CSU-Fraktion wieder als Fragesteller. Nochmal Herrn Kiesling. Also ich habe erstmal die Frage, weil es ja öfters angesprochen ist, zum Thema Normung. Wie stellen sich das die Verbände vor? Hätte ich mal die Frage an Herrn Hagemann-Nützkus und vielleicht an Herrn Tulke. Wie kann das funktionieren und was erwartet man davon bei der nationalen, internationalen Normung? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um da auch mal eine Linie vorzugeben, wie man da vorankommt. Und das Zweite, was ich denke, was auch interessant ist, mal eine Einschätzung bekommen von Herrn Geier und von Herrn Reischbeck zum Thema den Transformationsprozess von kleineren Unternehmen, kleinere Architekten. Ich weiß noch, ob es Zeit ist, Herr Müller, dass Sie vielleicht dann auch noch mal antworten können. Wie kann das funktionieren? Weil wir sehr fragmentiert sind, sage ich mal, in unserem Deutschland, dass wir da keinen verlieren und die Leute mitnehmen. Okay, fangen wir mit Herrn Hagemann an. Ja, gerne. Mit Thema Normung habe ich ja schon beim ersten Beitrag kurz angerissen. Muss ich natürlich offen sagen, wir sind natürlich selber noch im Findungsprozess dabei. Ja auch. Was wir feststellen ist, den Unternehmen fällt es zunehmend schwer, und ergänzt nochmal Herrn Geier zu seinem Beitrag, das nicht nur die Kleinen, sondern insgesamt, so, weil die Normungsaufgaben insgesamt ja auch wachsen. Es sind ja nicht nur, wir reden jetzt über Digitalisierung, aber Normung ist insgesamt ja ein Riesenthema für uns und ein weitergehendes Thema. Bauministerium ist ja dran, ein bisschen mal drauf zu gucken, ob man da auch mal ein bisschen wieder runtergehen kann. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich überlegen, das tun wir im Verband, die Frage, was machen wir als Verband selber, wie kriegen wir da mehr hin, da sind wir natürlich dabei, was haben wir für Anreize, was können wir für Anreize schaffen für interessierte Unternehmen, Menschen zu schicken, Menschen zu begeistern dafür. Da sind wir als Verbände gefordert, aber ich glaube, wir müssen eben auch möglicherweise darüber nachdenken, wie wir eine neue Aufgabenteilung oder neue, ich will jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass die Normung privat bleibt. Ich glaube, das ist schon relativ wichtig. Aber wir brauchen eben Unterstützung. Und wenn wir dafür hin, dass vieles, was in Normung passiert, auch international passiert, denn wir reden ja nicht nur über das DIN, wir reden über europäische Normung, wir reden auch über internationale Normung, dann muss da einfach ein bisschen Unterstützung laufen. Wir hat das Kompetenzzentrum sich dann an der zentralen Stelle, uns auch zu unterstützen, zu helfen, dass wir auch Leute dann international entsenden können. Das ist, und das war ganz klar zu sagen, auch ein Problem für die großen Unternehmen durchaus. Herr Tulke. Ja, also ich glaube, die Normungsdynamik hat extrem zugenommen in den letzten Jahren, gerade in dem Bereich jetzt offene Datenstandards, Prozesse für das Building Information Modeling. Und wir haben einerseits Schwierigkeiten überhaupt, fundierte Unterlagen zu erarbeiten im Rahmen von pränormativen Projekten, also erstmal diesen Konsens dieser vielen verschiedenen Player herzustellen und auf der anderen Seite das dann aber auch noch auf die internationale Ebene zu tragen. Also viele der Sitzungen, die finden auf europäischer Ebene oder sogar international in Singapur und sonst wo statt. Und da ist halt die Problematik, dass wir oftmals nicht genug vertreten sind, nicht genug mit Experten. Wir sitzen dann anderen Ländern, die da 6-7 Leute entsenden, manchmal gegenüber. Und da ist es natürlich sehr schwierig, dann deutsche Positionen entsprechend fundiert rüberzubringen, indem man dort entsprechende Vorlagen dann einbringen kann. Und das hat auch schon Auswirkungen in verschiedenen Bereichen, wo wir, arbeiten, auch in Deutschland angefangen haben, auch in der Softwareindustrie, wo wir zum Beispiel die Verknüpfung von Modellen mit Leistungsverzeichnissen dort auch schon implementiert haben und jetzt von europäischer Ebene eben andere Ansätze dann nach Deutschland schwappen und wir quasi dann wieder in den Umstellungsprozess kommen. Also insofern ist das wichtig, dort ausgearbeitete Unterlagen zu erstellen, damit auf die internationale Ebene zu gehen. Und das kann eben auch unterstützt werden, indem wir mehr Sekretariate übernehmen. Also internationale Normung wird ja immer durch ein Mitgliedsland geführt im Sekretariat. Und damit hat man natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Einfluss und auch die Sitzungsorte sind dann nicht ganz so verteilt oftmals. Und hier haben wir halt Schwierigkeiten aufgrund der kleinteiligen Strukturierung der Bauwirtschaft, dort einerseits eine Finanzierung für solche Sachen aufzustellen und andererseits wirklich auch dann Unternehmen, die dann diese Mitarbeiter freistellen, um dort als Experten tätig zu werden. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch Herrn Geier und Herrn Reischböck. Ja, gut. Fangen Sie an. Ich muss ja jetzt ganz fokussiert gehen. Herr Kiesling,
Auf die Punkte, wie Politik unterstützen kann, habe ich mit den drei Punkten hingewiesen. Es ist am Ende in der Tat ein Stück weit so, dass natürlich, wir haben das in der Stellungnahme auch geschrieben, dass ein ressourcenbeanspruchender Umstellungsprozess ist, die Digitalisierung, die natürlich, wie gesagt, die Effekte für das Unternehmen bringen müssen. Bei der Prozessumstellung kann gut unterstützt werden durch entsprechende Wissensvermittlung, indem man also nicht nur Kompetenzzentren beim Bund, sondern wir tun das natürlich auch im Verband, das tun die Kammern etc., unsere Mitglieder entsprechend dort in die Lage versetzt, sensibilisiert, auf Qualifizierungsbedarf hinweist, sie am Ende auch ermutigt zu investieren. Denn das ist nachher der Schritt, wo sich beweist, also tatsächlich die Ressourcen in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt diesen Schritt. All das, was dort unterstützend wirken kann, soll man gerne tun. Wenn ich da ein Wort noch sagen darf, wir haben das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Wie bei vielen anderen Kompetenzzentren ist es so, dass die immer auf eine sehr kurze Frist ausfinanziert sind, über 2 Jahre, auch in diesem Fall. Natürlich wird der Prozess in 2 Jahren nicht zu Ende sein, über den wir hier heute reden. Deswegen werden längerfristige Finanzierung solcher Projekte, auf Dauer angelegte Projekte, wie das eben auch mit dem Kompetenzzentrum ja angedacht ist, des Bundes, das wäre in jedem Fall etwas, was man im Auge haben sollte, das nicht zu kurzfristig zu planen. Dankeschön, Herr Reischböck. Ja, auf die Frage, wie man die, insbesondere die kleineren Büros hier bei dieser ganzen Entwicklung mitnehmen kann, das ist natürlich ein Problem und das ist nicht einfach zu bewältigen, weil wir haben halt einfach Berufslaufbahnen, die über 40 Jahre gehen. Und wenn man im Uni was gelernt hat, ist es nicht so einfach, das wieder sozusagen neu anzufangen, auch als älterer Mensch. Deswegen ist die Fortbildung ein ganz entscheidendes Thema. Die Leute müssen geschult werden in diesen Technologien. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Es gibt die einschlägigen Angebote von der Kammer, es gibt die einschlägigen, von euch gibt es ein Angebot, von Softwarefirmen gibt es auch Angebote, damit man die Leute eben mitnehmen kann. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in der größten Änderung der Bauindustrie seit den Römern. Ja, von dem planorientierten Arbeiten hin zum modellorientierten. Und das wird definitiv nicht von heute auf morgen gehen. Aber man muss es einfach probieren. Man muss an die Sache positiv rangehen. Was ich als die größte Hemmnis in Deutschland manchmal sehe, ist die Tatsache, dass wir immer sehr gerne zweifeln. Wenn ich mal aus Deutschland ein bisschen rausblicke, und die Softwareindustrie ist natürlich sehr international aufgestellt, in anderen Ländern, in Skandinavien, und das sind dann die Länder, die immer wieder uns als Leuchttürme quasi vorgehalten werden, da ist BIM schon viel weiter. Da ist auch die Grundeinstellung einfach so, dass man sagt, okay, lass es uns mal probieren. Und dann werden wir schon finden, wie es funktioniert. Also ich bin der Meinung, es ist möglich, dass wir unsere Strukturen mitnehmen auf dem BIM-Prozess. Aber es ist natürlich eine Herausforderung an alle, wo auch jeder seinen Teil an Verantwortung für diesen Prozess mit übernehmen muss. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir wieder die AfD. Herr Magnitz nochmal. Ja, danke. Ich möchte mal beim Blickwinkel aus der Praxis bleiben und möchte mich nach den Bauämtern in der ersten Frage, eben jetzt mit der zweiten Frage, mit dem zweiten wesentlichen Teilnehmer oder Prozessteilnehmer beschäftigen. Und das sind die kleinen und mittleren, aber wirklich auch gerade die kleinen Bauunternehmer. Und bei aller Hoffnung auf die positiven Effekte der Digitalisierung muss ich ja mal feststellen, Bauen findet analog statt, nach wie vor. Und aus meiner beruflichen Erfahrung heraus weiß ich ganz einfach, dass man in Deutschland eigentlich gar nicht bauen kann, weil es entweder zu nass, zu trocken, zu kalt, zu windig, zu ich weiß nicht was ist. Das ist also, die Bedingungen sind eigentlich immer nicht normgerecht. Das ist immer das Problem. Und was die Digitalisierung bei dieser ganzen Geschichte anbelangt, ich habe einfach auch aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten heraus einige schmerzhafte Erfahrungen, was diese Digitalisierungswellen immer bedeutet haben. Ob es im Bereich von Steuererklärung, ob es im Bereich von Lohnabrechnung oder sonst wo gewesen ist.
Da ist es immer so gewesen, dass es also einen Kostenschub mit ausgelöst hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und eine besonders schmerzhafte Erinnerung in dieser Beziehung habe ich an die Einführung von ISO 9001. Das sollte der unglaubliche Qualitätsschub sein, hat unglaublich viel Ressourcen gefressen, unglaublich viel Geld gekostet und hat nach meiner Erfahrung überhaupt nichts, keinem der Beteiligten, außer den entsprechenden Bewertungsbüros, die Rechnungen schreiben konnten, hat keinem der Beteiligten irgendetwas gebracht. Ich spreche mich logischerweise nicht gegen Normung und auch nicht gegen eine internationale Normung aus. Aber wir müssen hier wirklich unser Augenmerk richten auf die kleinen Unternehmen. Da besteht nach meinem Gefühl einfach die Gefahr, dass wir diese als Marktteilnehmer irgendwo ausschließen oder aussortieren, wenn wir nicht bestimmte Schutzmaßnahmen für die einrichten. Und dahin geht auch meine Frage. Und ich möchte die mal ganz direkt richten an Herrn König, und weil Sie auch gerade dieses Bauen im Bestand, denn das sind die ganzen kleinen Unternehmen. Herr Müller, bitte auch an Sie die Frage. Wie können Sie sich vorstellen, dass man die kleinen Marktteilnehmer fördert, schützt, berät, finanziell unterstützt, in diesem Prozess begleitet? Das ist meine Frage. Danke. Dankeschön. Dann fangen wir mit dem Herrn König an, dann Herr Müller. Ja, ja, dankeschön für die Frage. Natürlich aus dem Blick der Hochschule ist es immer ein bisschen schwierig, natürlich in die KMUs genau zu blicken. Also wir betreuen ja auch, wir sind beteiligt auch am Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. Da hat man natürlich dann einen gewissen Einblick natürlich auch, wo es dann drückt. Also ich glaube schon, dass gerade natürlich die KMUs, und ich finde auch, die sind auch sehr innovativ, technikaffin. Also wenn man im Prinzip klare Vorgaben gibt, klare Standards gibt, dann passen die sich an. Ich weiß, die Ausbildung und auch die Anschaffung von Hard- und Software ist da ein gewisser Punkt. Ich glaube, da müsste man natürlich schon überlegen, wie kann man da vielleicht KMUs auch noch ein bisschen mehr unterstützen, dass auch so eine Anschaffung notwendig ist. Aber wir müssen natürlich auch zusehen, wir wollen ja vorangehen. Und wenn wir international und auch in Europa, sagen wir mal, da mitziehen wollen, und wir wollen ja auch unsere KMUs unterstützen, die Digitalisierung hört nicht an der Grenze auf, sondern die wird uns eben von rechts und links natürlich auch beeinflussen, auch in Europa. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach dann die KMUs einfach mitnehmen und einfach auch sagen, probiert das aus, Förderung durch vielleicht auch Piloten, aber auch klare Vorgaben. Also ich glaube, im Moment sprechen wir über dieses Thema BIM, so wie Industrie 4.0. Wir wissen manchmal nicht so ganz genau, was wir jetzt eigentlich damit meinen, wenn wir sagen, wir haben ein BIM-Projekt, und da müssen wir einfach ganz klare Vorgaben treffen, und darauf stellen sich die KMUs ein. Die sind eigentlich sehr anpassungsfähig, nach meiner Einschätzung. Herr Müller. Sie wären der Nächste. Ja, ich will daran anknüpfen. Das, was Professor König sagt, kann man unterstützen, und das ist so. Jetzt kommen wir mal auf die Praxis der Länderarchitekten und Ingenieurkammern zurück. Körperschaften öffentlichen Rechts, also unmittelbare nachgeordnete Behörden, Körperschaften der freiberuflichen Aufsicht. So, und wir haben, jetzt kommt eine sehr politische Aussage, die bitte ich Sie wirklich auch ernst zu nehmen. Wir haben sehr klar aus der Vergangenheit gelernt für uns Architekten, dass Zertifizierungsüberlagerungen, ich bin jetzt nicht bei 9001, das ist lange her, war tatsächlich so, wie Sie es beschrieben haben, nicht so ganz durchdringend. Aber es gab auch andere Versuche, die Planerschaft mit Geld oder über Geld, zu drangsalieren. Ich sage es mal bewusst hart hier in diesem Raum, erlaube ich mir. Das war das Thema Dena. Das ist 10 Jahre her. Ein Riesenpopanz mit dem Energiedingspunkt, mit dem Ergebnis, das Interesse flaut ab. Und heute reden wir über Nachhaltigkeit, ein ganz anderes Thema. Müssen wir an anderer Stelle mal machen. Wir haben daraus Folgendes gelernt als Architektenkammern. Wir haben gesagt, Zertifizierungen, von wem auch immer sie kommen, kosten Geld. Und dieses Geld belastet die Unternehmen, die Kleinen, die sich zertifizieren lassen müssen oder die gucken müssen, wer ist denn so zertifiziert, dass ich meinetwegen die Vergabemöglichkeiten dann auch in Anspruch nehmen kann, wenn ich das Interesse habe, eine Schule zu bauen oder eine Kita zu bauen oder was auch immer. Ich rede über die Alltagsaufgaben. Und da haben die Architektenkammern, wie gesagt, ich habe es erwähnt, 2017 gesagt, als dieses Thema Zertifizierung unter BIM hochkam, das wollen wir nie wieder. Wir haben den BIM-Standard Deutsche Architekten- und Ingenieurkammern geschaffen und haben gesagt, dieser Standard
ist so gut, der basiert auf der VDI 2552. Da sind ja, das ist das Normungswesen, wo ja Herr Thulke viel darüber berichtet hat. Wir kriegen ja über das internationale Normungswesen automatisch die Normen bei uns nach Deutschland rein. Wir können es ja gar nicht diskutieren und verhindern, sondern wir müssen damit umgehen. Und wir haben gesagt, wenn die 31 deutschen Körperschaften öffentlichen Rechts, nämlich die Länderkammern, in der Lage sind, sich auf einen BIM-Standard in der Fort- und Weiterbildung zu einigen, dann muss das reichen. Und da brauchen wir keine Zertifizierung von wem auch immer. Und auch das würde die Bundesarchitektenkammer und auch die Bundesingenieurkammer sicher dem BIM-Kompetenzzentrum, wenn es jetzt Fahrt aufnimmt, mit auf den Weg geben. Lasst solche Überlegungen sein. Damit quälen wir nur Leute, die wir eigentlich mitnehmen müssen. Lasst uns gucken, dass wir möglichst viele der KMUs, die hier dauernd zitiert werden, mitnehmen. Das sind bei der Architektenschaft in 80% der Fälle Zwei-Mann-Büros, ein- bis Zwei-Mann-Büros. Das müssen Sie sich mal klar machen. Ja? Und wenn die sich zu Tode zertifizieren, bevor sie dann mal mit BIM loslegen dürfen, haben wir überhaupt nichts gewonnen. Also wir haben ein Angebot gemacht für unsere Mitglieder. Das wird sehr gut angenommen. Das wird vom Bundesbau mittlerweile angenommen. Da sind wir sehr stolz drauf. Und wenn wir das hinbekommen, ich habe es vorhin erwähnt, dass wir gleichmäßig uns nach oben bewegen auf der Leiter, und zwar Stufe für Stufe, dann haben wir die Chance, gut weiterzukommen und auch die Dinge so zu transportieren, dass am Ende die Gesellschaft was davon hat. Das ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen doch für unsere Gesellschaft weiterkommen, im Bauen, im Planen und auch in den Anforderungen, die wir umzusetzen haben. Und da gehört auch der Bestand dazu. Ja? Die Schulen vergammeln weiter. Ich bitte darum, neben Pilotprojekten immer auch den grauen Alltag zu sehen. Und da müssen die Kollegen ambitioniert mitgenommen werden. Nochmal, wir sind gegen Zertifizierung. Das ist eine Forderung, die würden wir auch ganz laut woanders dann postulieren. Vielleicht haben Sie aber auch die Möglichkeit, das in geeigneter Art und Weise so weit runterzubremsen, dass Sie sagen, wenn es gute Standards gibt, dann muss man die nicht noch überhöhen und dafür Geld kassieren. Okay, vielen Dank. Der Punkt ist gemacht. Frau Thausen, Sie sind dran. Ich bedanke mich sogar für diesen Beitrag und für diese eindringlich vorgetragene Forderung. Wir haben uns unmittelbar vor der Weihnachtspause mit dem Thema Normungswesen und Zertifizierungen auseinandergesetzt und kennen hier die Untiefen, die gelöst werden müssen. Also wir nehmen das als Arbeitsauftrag mit. Ich wollte aber noch mal an den Punkt anknüpfen, der mehrfach angesprochen worden ist. Wir sind ja nicht Vorreiter bei der Digitalisierung von Planen und Bauen, sondern eher an einer anderen Stufe der Entwicklung. Könnten Sie uns vielleicht noch mal in die internationale Landschaft mitnehmen, weil ich kenne das nicht nur, dass Skandinavien weiter ist, sondern auch Nordamerika, der arabische Raum, der asiatische Raum, also praktisch alle. Könnten Sie da noch eine Auskunft uns weitergeben? Und dann ist natürlich der Spagat zwischen internationaler Leistungsfähigkeit auf der einen Seite und wir müssen alle mitnehmen zu leisten. Und hätte ich noch mal die Rückfrage an Herrn Müller, welche konkreten Anforderungen hätten Sie denn an das Thema Vergaberecht, ja, für das wir hier zuständig sind, gemeinsam mit dem Kollegen aus dem Rechts- und Verbraucherschutzausschuss, denn wir wollen auch festhalten an der Trennung von Planung auf der einen Seite, Ausführung auf der anderen. Ansonsten ist BIM ein einziges Förderungsprogramm für Generalübernehmer und Unternehmer. So, Sie fragen nur Herrn Müller oder international noch die Frage an jemand anders? Sonst fangen wir mit Herrn Müller mal an. Ja. Ja, gehe ich gerne darauf ein. Ich fange mal zunächst an mit dem Blick über die Grenzen. Da stellen wir fest, dass unsere deutsche Planungs- und auch Baukultur, ich nenne es bewusst so, sich unterscheidet von Planungs- und Baukulturen anderer Länder. Die sind nicht schlechter, aber sie sind anders. Wir haben in der Regel eine große Durchgängigkeit in Deutschland über die Leistungsphasen, das heißt über den Entwurf-Bauantrag hinaus bis in die Bauleitung, was in anderen Ländern, meinetwegen Großbritannien und natürlich auch in den überseeischen Ländern, dann ganz anders läuft, wo dann die Kollegen Planer sich nach einem bestimmten Punkt verabschieden und dann die sogenannten Contractors das weitere Verfahren übernehmen. Nochmal, die bauen nicht schlechter, aber die bauen anders. Und wir müssen eben gucken, wenn wir über KMU-Strukturen und all das in Deutschland nachdenken, wie wir diese Transformation hinbekommen. Wir sind ja auch nicht schlechter, sondern diese andere Aufstellung, die wir haben, ich habe es vorhin ja auch schon mal anders an anderen Stellen gesagt, Werkvertragsrecht, das sind Dinge, die kennen die Kollegen im Ausland alle gar nicht. Gesamtschuldnerische Haftung, das sind Fragen, da würden die uns groß angucken und sagen, was meint ihr jetzt? Wenn wir das alles in unserem deutschen System, was ja nicht schlecht ist, ich wiederhole das, weiter transportieren wollen, dann müssen wir eben genau gucken, an welchen Stellen wir gegebenenfalls bei Einführung neuer Instrumente fehlerhaft sein könnten. Das wollen wir alle nicht sein, sondern wir wollen gucken, dass wir das weiterführen. Insofern, Sie haben es angesprochen, die Trennung von Planung und Ausführung, die wir in Deutschland kennen, die durchaus, ich gucke jetzt mal in Richtung Bauindustrie, mal konträr diskutiert werden kann, ist ja gar keine Frage.
Da sind natürlich wir Planer der Meinung, das ist eine gute und eingeführte Situation, die man nicht ohne Not über Bord schmeißen sollte. Ich will ein weiteres Wort einführen, was auch vielleicht für den kleinen Bauherrn wichtig ist. Der kleine Bauherr kann sich in der Regel darauf verlassen, dass seine Architektin, sein Architekt als Treuhänder fungiert. Wenn der sich mit einem Bauträger vertraglich zusammenbindet, dann hat er keinen Treuhänder mehr dazwischen. Dann hat er im Zweifel einen Anwalt, der ihm wieder aus der Patsche hilft, wenn es verunglückt ist. Und diese Treuhänderschaft über die gesamten Leistungsphasen, das ist das Besondere und auch das besonders Gute, was sicher vernünftig ist. Es gibt sicher Projekte, ich will die Bauindustrie ja gar nicht angreifen, im Gegenteil, es gibt Projekte, wo man das Know-how der Bauindustrie vielleicht früher dann dazu nehmen muss. Aber in der Regel ist, sagen wir mal, die Trennung von Planung und Ausführung, die wir auch gar nicht mehr so nennen wollen. Meine Präsidentin verwahrt sich mittlerweile dagegen. Sie redet ja von einem geordneten Miteinander. Und das will ich auch noch mal betonen. Das wollen wir natürlich vorantreiben. Das sind Dinge, die wir eigentlich bewahren müssen. Und die müssen wir auch nicht über Bord schmeißen, weil wir eine neue Methodik haben. Die neue Methodik soll auch nur dazu dienen, das Verfahren für alle Beteiligten effizienter zu machen und am Ende einen Datenpool zu haben, es ist ja schon erwähnt worden, der über die Betriebszeit des Gebäudes bis hin zum Rückbau des Gebäudes möglicherweise nutzbar sein wird, wenn alle die Dinge, die da reingehören, auch wirklich drin sind. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Herr Hagemann. Ja, das kann ich natürlich nicht ganz unkommentiert lassen, wenn ich schon das Wort bekommen habe. Also ich glaube in der Tat, wir sollten von so apodiktischen Sprachregelungen von wegen Trennung aufrechterhalten oder nicht. Da sind wir eigentlich auf einem guten Weg mit den Partnern zusammen, ein bisschen von runterkommen. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, wenn wir die Prozesse, wie sie sind, jetzt einfach digital machen, dann haben wir noch nichts gewonnen. Eben war hier mal die Frage aufgestellt worden, kommen wir denn zu Effizienzgewinn durch die Digitalisierung? Durch die Digitalisierung an sich alleine nicht unbedingt. Wir müssen schon auch an die Prozesse insofern ändern, dass wir die Vorteile dann eben auch nutzen. Und die liegen eben dahin, auch den Prozess von Planen und Bauen stärker zu integrieren. Wir müssen damit zum Miteinander kommen. Wir haben ja schon hier auch öfter angesprochen, die Zersplitterung des Baumarktes, das betrifft ja nicht nur die Größeneinheiten, sondern in der Tat auch das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke, was im Moment oder oft ja eher konträr ist. Da müssen wir auch partnerschaftlicher zusammenkommen. Mindestens da wird die Digitalisierung uns helfen, aber da müssen wir auf jeden Fall weiterkommen. Und in dem Zusammenhang auch noch mal ein Wort zum Thema Mittelstand. Mir ist das ein bisschen zu negativ vielerlei Hinsicht hier. Herr Geier hat es ja eben auch schon für den ZDB gesagt. Der Mittelstand kann das auch schon. Das ist nicht so, dass wir hier die nur schützen müssen und die nicht dazu kommen, das zu machen. Es muss auch nicht jeder alles können. Das ist bisher im Prozess so, dass verschiedene Aufgaben verschieden erledigt werden. Und das kann auch so bleiben. Und da kann jeder seinen Beitrag und wird auch seinen Beitrag weiterzuleisten können. Gerade auch im Bestandsbau. Da bleibt genug zu tun. Und insofern einfach ein bisschen, glaube ich, von den Konträren, ich sehe, Herr Müller nickt, da bin ich ganz zufrieden, runter und das ein bisschen runterholen auf eine fachliche Ebene. Herr Föst, Sie hätten das Wort. Auch jetzt sind so viele relevante Punkte aufgekommen, dass ich mich sehr konzentrieren muss. Vielleicht ein Punkt. Ja, ich denke, wir können auch den KMUs in der Baubranche einiges zutrauen. Aber trotzdem in allen Gesprächen merken wir, dass die KMUs sich mit Investitionen sehr stark zurückhalten, weil sie Angst haben, sagen wir mal, in den falschen Standard, in die falsche Software, in das falsche System zu investieren. Deswegen wäre da, jetzt eine Frage an mich die meine Fragen stelle, eigentlich können Sie die alle beantworten, aber vielleicht mal Bauindustrie und Baugewerbe, damit die KMUs da auch investieren. Denke ich, müssen wir sehr schnell Standards festlegen. Jetzt, ich bin sehr beim Herrn Palmetshofer. Ich habe ein Problem damit, wenn der Staat festlegt, was, wie, wann, wo genau gemacht wird, sondern dass sich der beste Standard durchsetzt. Also wie lösen wir dieses Dilemma auf? Dann, was jetzt auch sehr, sehr interessant oder auch sehr wichtig angesprochen wurde, ist ja in der Tat, die konsequente Anwendung des Building Information Modelings kann in der Tat dazu führen, dass die bisher geübte Trennung oder pardon, das bisher geübte, organisierte Miteinander sich auflöst. Es ist jetzt gar keine Bewertung des jetzigen Standards, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Hagen-Mixitz. Ein schlechter analoger Prozess, wenn ich den digitalisiere, ist es ein schlechter digitaler Prozess. Dann haben wir relativ wenig gewonnen. Deswegen wäre die Frage, wie muss der Staat da die Rahmenbedingungen neu setzen? Müssen wir ins Vergaberecht? Müssen wir die Honorarordnung umgestalten? Welche Regelungen müssen wir anpassen, dass aus den analogen Prozessen auch definitiv gute digitale Prozesse werden, die die Effizienz und die Effektivität heben?
Ja, jetzt gehen wir in den Mistesrappel in der Kiste. Fangen wir mit dem Herrn Geier an. Dann. Also gerne aber auch vom Herrn Müller. Und ich bin mir sicher, die Wissenschaft hat da auch eine Meinung zu. Der Kollege Kiesling hat da mit der UNAD angefangen, hier vier zu benennen. Das wollen wir jetzt nicht weiterführen. Aber gut, Herr Geier. Herr Fürst, Sie haben einiges gesagt. Ich habe zwei Fragen notiert. Einmal Dilemma Investition auflösen und die Frage Vergaberecht. Ist das so richtig verstanden? Dann fange ich mit dem Vergaberecht an, was hier ja angesprochen wurde. Bin ganz bei Herrn Müller im Auge zu haben, wie sind die jetzigen Bedingungen. Die sind gegeben durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Das trägt zu Recht diesen schönen Titel. Nachdem also die Trennung von Planung und Bauen durch die Vergabe von Fachlosen eben zu bewerkstelligen ist, das ist dann im VOB in der VOB genauso genormt. Auf der anderen Seite, und das sage ich jetzt ausdrücklich auch positiv, ist es natürlich so, und das ist uns nicht verborgen geblieben, dass mit BIM die Planung und Ausführung stärker zusammenkommt, dass das in der Modellierung natürlich Effizienzvorteile bringt. Die nebenbei gesagt, auch unsere größeren Unternehmen, ich stehe nicht nur für Unternehmen mit 10 Beschäftigten, sondern auch mit 500 Beschäftigten, auch durchaus nutzen. Das können sie auch im bestehenden Vergaberecht, weil es auch entsprechende Möglichkeiten da gibt, wenn die Aufträge groß genug sind oder komplex entsprechend sind, wenn sie eben Charakteristika haben. Nebenbei gesagt, im Wirtschaftsbau und Wohnungsbau können sie es sowieso. Deswegen muss man das an der Stelle jetzt nicht als den Dollpunkt aufmachen, die Trennung von Planung und Ausführung aufzulösen. Dann die Frage der Investitionen. Herr Hagemann hat es ja richtig gesagt. Ich sage das auch noch mal ganz klar. Hier muss kein KMU vor Digitalisierung geschützt werden. Es musste auch kein KMU vom Telegramm. Also ich hoffe, das ist klar geworden, dass die Freien Demokraten auch nicht das Bedürfnis haben, Menschen vor Digitalisierung zu schützen. Ich will Ihnen ja andersrum. Wir wollen Ihnen die Chancen ermöglichen, die damit kommen. Ja. Kein KMU musste vom Internet geschützt werden. Es ist einfach so, dass wenn wir hier über Digitalisierung sprechen, wir einen Weg beschreiben, der die nächsten Jahre entsprechend den Markt sehr bestimmen wird in den Dingen, wie Aufträge abgewickelt werden. Und in der Tat komme ich da nochmal auf den Punkt, wie kriegen wir es hin, kleinere Unternehmen da mitzunehmen. Dann muss man eben genau beschreiben, was man, wenn man als öffentliche Hand zu Recht hier eine Vorbildfunktion wahrnimmt und sagt, wir wollen BIM umsetzen, dann ganz klar sagt, und das ist ja im Tiefbau, im Straßenbau bei den Projekten im Professor König, glaube ich, auch so gewesen, dass man sagt, welchen Leistungsumfang man in welcher Zeitschiene erwartet, dort digital abzubilden und entsprechend auf der anderen Seite auch sagt, welche Ressourcen oder sieht, welche Ressourcen gebraucht werden und dort dann zu sehen, dass man Unternehmen dabei unterstützen muss. Also wenn angesprochen war, wenn ich weiß nicht, wie viel Zeit ich überhaupt noch habe, 90 Sekunden, wenn so ein Projekt angesprochen wird, 19 Sekunden, müsste ich eigentlich jetzt aufhören, kriege ich nicht mehr vernünftig zu Ende. Aber wenn Volumina von 5 Millionen angesprochen sind, ab denen das gemacht werden soll, und Sie schauen dann in einzelne Gewerke rein, also haben Sie einen Rohbau nach klassischer Anteil 45%, sind bei 2,2 Millionen, Ausbau 2,8, gehen Sie auf TGA, sind Sie dann bei etwa 250.000 mindestens. Oder man sagt, ein Auftrag darf nicht mehr als 20% haben. Dann sind Sie in einer Größenordnung von Unternehmen von 50 bis 20 Beschäftigten in dem Bereich. Das ist kein, im Ausbaubereich ist das schon eine Nummer, aber an sich, wenn Sie mir recht geben, kein großes Unternehmen. Und dann schauen Sie sich an, wenn Sie dort in voller Schönheit BIM umsetzen wollen, was brauchen die? Die brauchen Viewer, die brauchen Auswertungstools, die brauchen Breitband etc. Also einfach hingehen und sagen, was brauchen die denn dann, wenn wir das jetzt verlangen? Und das durchdeklinieren und dann sehen Sie, was an Unterstützungsmaßnahmen gegeben werden muss, weil sie das im Augenblick wirtschaftlich nicht refinanzieren können, so aus der hohlen Hand. Jedenfalls nicht aus dem Stand raus. Sukzessive wird es die Effekte bringen. So, jetzt haben wir ein Problem, Herr Hagemann. Ist das erschöpfend beantwortet oder wollen Sie noch was dazu sagen? Vielleicht nur ganz kurz, in der Tat ist das Entscheidende bei Mittelstand, auch bei unseren Unternehmen im Verband, wenn wir das erleben, die müssen wissen, was sie denn eigentlich tun sollen. Ja, das ist, glaube ich, beim Unternehmen genauso wie beim Privatmenschen. Digitalisierung ist eine große Wand, man steht davor und weiß nicht, wo man anfängt. Ja, also entscheidend ist, und das kommt noch, ich komme nochmal aufs Kompetenzzentrum zurück, um wichtig klar zu sagen, wie er gerade das formuliert hat, es muss eben klar sein, was an welcher Stelle eigentlich notwendig ist. Da müssen wir als Verband helfen, da muss das Kompetenzzentrum helfen. Genau.
Okay, vielen Dank. Vielleicht kann ich noch zwei kleine Punkte ergänzen. Also einerseits direkt in der Vergabeverordnung, die wurde ja schon novelliert, die Bauwerksinformationsmodellierung steht schon drin. Allerdings ist das redaktionell, wie es dort steht, bezieht sich das erstmal auf das Vergabeverfahren an sich. Das sollte also nochmal klargestellt werden, dass man also dort dann für die Planungsphase und für die Ausführungsphase dann eben diese digitalen Methoden eben auch einfordern kann. Und dann wurden ja auch in den Vorprojekten jetzt schon verschiedene Vorgehensweisen mit Auftraggeberinformationsanforderungen, Vertragsbausteine, all diese Handreichungen wurden erarbeitet. Aber die müssen jetzt eben auch Einzug in die Vergabehandbücher des Bundes erhalten. Okay, vielen Dank, Frau Ley. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch in der zweiten Runde konkreter werden und nach den Potenzialen der Digitalisierung beim Bauen für den sozialen Wohnungsbau fragen, was für uns als Linke natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. Deswegen geht meine erste Frage an Sie, Herr Palmetshofer. Also wie kann die Digitalisierung oder welche Chancen hat die Digitalisierung oder was konkret, wie müsste sie ausgestaltet werden, damit die Digitalisierung einen Neustart im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau befördern kann? Und zweitens gibt es ja im Antrag der FDP die Forderung, eine BIM-Pflicht einzuführen für den sozialen Wohnungsbau. Und da würde mich die Meinung von Herrn Müller und von Herrn Dr. Geier zu interessieren. Vielen Dank. Dann fangen wir mit Ihnen an, Herr Palmetshofer. Also bezüglich Digitalisierung und sozialer Wohnungsbau, ich würde darauf hinweisen, es gibt halt Kostenfaktoren im Wohnungsbau, die man eventuell mit digitalen neuen Tools einfach senken kann. Und wenn wir wieder bei nur 1% Senkungspotenzial dabei sind, ist das bei dem Wohnbau, was dann die Volumen und Summen gibt, einfach im Milliardenbereich. Und das fängt dann an. Und das ist, glaube ich, vorher hieß der Spruch, der geht auf den Dirks zurück. Wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, dann hat man einen scheiß digitalisierten Prozess. Wenn man das dann in BIM reingibt, dann ist der Prozess nicht mehr scheiß digitalisiert in der BIM. Und da kann man dann auch die KI drüberlegen oder die Blockchain. Und das wird das gleiche Problem. Das heißt, wir jetzt stehen hier eigentlich vor einem politischen Problem und einem technischen Problem. Mein Background ist Systemadministrator oder Techniker. Für mich sind die ganzen Sachen relativ einfach lösbar. Vielleicht muss man Geld drauf haben und vielleicht braucht man Ingenieursleistungen, damit man die bestimmten Normen zusammenfügt. Und nochmal der Appell, setzen Sie Leute in die Normenausschüsse rein, international, weil das wichtig ist. Weil da schaffen Sie dann das, was ich vorher gemeint habe, die technologische Souveränität für den Mittelstand. Dass Sie auch Software hier in diesem Bereich in Deutschland machen können, und nicht dann wieder, wie in anderen Bereichen, in 10 Jahren in der Abhängigkeit sind. Und dann der nächste Schritt ist, wo es politisch die Frage ist, wie geht man zum Beispiel um mit dem Faktor Boden? Wie gibt es zum Beispiel in anderen Ländern, hat man alleine punkto Digitalisierung, gibt es ein Grundbuch, das durchsuchbar ist. Man kann sich anschauen, was ist das Handelsvolumen bei dem? Wie geht man damit um, dass man zum Beispiel Zugang schafft für neue Modelle? Was Sie vorher angesprochen haben, vielleicht unvollständiges Bauen. Man muss nicht jede Waschküche vordefiniert übergeben, sondern Leute können auch selbstständig, selbstbestimmt dann bauen. Was für Trägermodelle gibt es? Bei der Finanzierung zum Beispiel die Möglichkeit, es ist die Bundesanleihe, war vor kurzem sogar die 30-jährige negativ. Das heißt, da könnte die Bundesregierung auch Förderprogramme machen für Häuselbauer, damit sie Refinanzierung machen oder in den Hausbau gehen, wo der Bund dahinter steht. Das heißt, wir haben einen Überschuss im Bundeshaushalt und wir haben auf der anderen Seite ein massives Problem im Wohnungsbau, weil es zu wenig Angebot gibt. Und wenn Sie das Angebot nicht erhöhen, dann wird der Preis nicht viel runtergehen. Und das setzt dann auch weiter mit, wie geht man durch mit der Vergabe im sozialen Wohnbau? Wie schafft man den, beziehungsweise mit Bau und was haben wir noch aufgeschrieben? Ich muss mal kurz nachschauen. Wie fördert man zum Beispiel Gruppen, die sie neue Methode machen, um selbstständig zu bauen. Und ich glaube, in diesem Bereich gibt es Koordinierungsmöglichkeiten durch Software, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und auch Modelle, und das ist das Schöne nochmals von der Digitalisierung, wenn was in einer Stadt einmal ausprobiert werden würde, experimentiert würde und das dann funktioniert, das dann auch auf eine andere Stadt oder Regionen zu übertragen. Okay, Frau Ley, Sie hatten jetzt noch den Herrn Müller, Herrn Geier angesprochen. Zur BIM-Pflicht. Ja, klar. Also, Herr Müller, fangen Sie an. Ja, da will ich mich ganz kurz halten, um auch anderen Gelegenheit zu geben, dazu was zu sagen. Wir haben in unserer Stellungnahme da ja zugeschrieben, wie wir es sehen. Der Gedanke ist ja nicht ganz falsch, aber in der heutigen Situation gibt es andere Hindernisse, die einfach den Wohnungsbau bremsen und so weit runterbremsen, dass wir eben die Zahlen nicht erreichen. Da können wir uns mit BIM auf den Kopf stellen. Ich sage das mal so, wenn wir keine Grundstücke verfügbar haben, wenn wir weiterhin unter einer entsprechenden Normdicke arbeiten müssen,
Wenn wir die Auslastung auch der Bauwirtschaft sehen, das ist ja nicht ohne. Wir kriegen ja tatsächlich teilweise die Gewerke nicht mehr so in die Terminkette, wie es sein müsste. Das ist alles ja von keinem Böse gemeint, sondern wir arbeiten am Anschlag. Und da kommen eben noch Dinge hinzu. Wir haben Ihnen ein 15-seitiges Papier dran gehängt, das wir Ihnen allen dringend empfehlen, Wohnungsbau für alle. Da stehen viele, viele Dinge drin, unter anderem auch BIM, aber nur unter anderem, weil tatsächlich die anderen Randbedingungen viel wichtiger im Moment sind. Wenn Sie bitte nur den Gedanken mitnehmen, die Überlegung, Aufstockung auf Gewerbeimmobilien, ich nenne es mal Aldi, Lidl und wie die Vögel alle heißen, die Möglichkeiten zu nutzen. Was meinen Sie, welche B-Pläne in Deutschland dem entgegenstehen? Also das sind Dinge, da können Sie mit BIM digitalisiert rauf und runter fahren. Sie kriegen die PS nicht auf die Straße für den Wohnungsbau. Und das ist das Problem. Wir sind ja nicht dagegen zu sagen, man kann ja auch BIM im Wohnungsbau machen. BIM ist ja ein Instrument eigentlich oder eine Methodik für alles. Aber ich glaube, am heutigen Tage, das ist unsere Stellungnahme, wäre das nicht die Antwort, um den Wohnungsbau so zu beschleunigen, wie wir ihn beschleunigt brauchen. So, jetzt haben wir noch einen Herrn Geier. Ja, Frau Leyet, Sie haben das aus unserer Sicht völlig zu Recht schon in Ihrem ersten Statement mit eingeführt. Digitalisierung allein ist es nicht. Wir sind froh, dass der Bund die Länder wieder unterstützt im sozialen Wohnungsbau. Die Dinger müssen jetzt schnell an den Markt. Und wir würden jetzt die BIM-Pflicht nicht als hilfreich ansehen, diesen Prozess zu beschleunigen, sondern sehen aus den Gründen, die wir hier heute diskutiert haben, eher das als verzögernd an und empfehlen, das nicht umzusetzen. Herr Kühn, Sie sind der Nächste. Ja, meine beiden letzten Fragen. Einmal an Herrn Pammenshofer. Sie haben vorher über das grüne BIM gesprochen, also sozusagen die Potenziale, die in der Digitalisierung für ressourcenleichtes Bauen, für nachhaltiges Bauen, für klimafreundliches Bauen stecken. Können Sie da noch mal ein bisschen ausführen und vielleicht auch eine Abschätzung dieser Potenziale geben? Und an Herrn Dr. König habe ich eine Frage. Wir reden jetzt hier viel über die Frage BIM und sozusagen Planungsprozesse und anders. Wenn man aber auch heute sich, sagen wir mal, mit denjenigen beschäftigt, die so ein bisschen in die Glaskugel schauen, dann ist das Thema künstliche Intelligenz ganz zentral. Ja? Welche sozusagen Anforderungen und welche Schritte müsste denn jetzt bundesseitig gegangen werden, dass sozusagen der Trend der künstlichen Intelligenz in dem Baubereich nicht verschlafen wird? Und welche Maßnahmen müsste man eigentlich in diesem Bereich gehen? Also wir haben jetzt ein BIM-Kompetenzzentrum, brauchen wir nicht eigentlich ein KI-Kompetenzzentrum für den Baubereich? Herr Pammenshofer, Sie waren der Erste. Also ganz kurz zum grünen BIM. Im Prinzip wäre das eine Erweiterung, wo eben grüne Faktoren mitbedacht werden, wo es darum zum Beispiel geht, welche Werkstoffe werden verbaut. Was dann in dem Zusammenhang, finde ich, noch interessanter ist, wenn wir jetzt gerade die CO2-Debatte haben, man müsste mal beim Bauen von einem Haus auch mit andenken, wo steht das dann? Wie wird das zum Beispiel im nächsten Schritt an einen öffentlichen Nahverkehr angebunden? Oder wie es vorher geheißen hat, wenn man einen Bestand reinbaut, dann ist halt die Erschließung einfacher, als wenn man irgendwo in der grünen Pampa reinbaut. Und das sind halt Sachen, die man bei dem Prozess eigentlich mitdenken müsste. Und das hat jetzt nichts mit normaler, langweiliger IT-Technik zu tun, sondern das bedarf da dann wieder, wo es BIM rausgeht, an Erfahrung schätzen oder wo eben Know-how gefragt ist. Weil das BIM an sich ist ja runterbrechen von einem großen Komplex auf lauter kleine Teile und wahrscheinlich für Architekten relativ langweilig. Im Sinne von dem, weil es halt so kleinteilig wird, dass alles austauschbar wird und Architektur einen anderen Zugang hat, dass was Größeres und Schöneres was baut. Und da wäre BIM Grün mit Rückbedenken an die Umwelt einer Möglichkeit, dass man das auch nach mitbedenkt. Und zur KI nochmal die kurze Anmerkung. Wenn Sie über KI reden, das ist schön, aber Sie brauchen für KI immer Daten. Und deswegen müssen Sie ja schauen, was für Daten kommen Sie aus dem BIM wieder raus. Weil ohne Daten können Sie keine KI trainieren. Herr König, Sie haben es doch. Ja, lassen Sie mich auch zu der ersten Frage ganz kurz antworten. Also ich glaube, es ist essentiell, dass wir das im Prinzip in Richtung Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und auch wieder Nutzbarkeit von Ressourcen denken. Also wir machen eine Dokumentation des Gebäudes und wenn wir alles gut dokumentieren, wissen wir auch, was wir für Ressourcen gespeichert haben im Gebäude. Es gibt ja diesen Begriff Building as a Material Bank. Also ich glaube, wir haben den größten Ressourcenspeicher dort hier und den sollten wir doch in Zukunft dann auch richtig nutzen. Also ich glaube, es ist essentiell, dass wir sauber alles, was wir verbauen, auch dokumentieren, damit wir es auch wieder nutzen können. Also nicht nur dokumentieren, dass es vielleicht später herausstellt, dass es ein Schadstoff ist. Wir haben ja die Diskussion in Richtung Asbest, was ja auch erstmal ein Allheilmittel war oder ein sehr guter Baustoff war. Und jetzt im Prinzip hinterher stellen wir fest, wir wissen gar nicht, ja, wo es verbaut ist und wie da im Prinzip dann auch Sanierungskosten dann steigen. Also ich glaube, ob ich das grün nennen will oder irgendwas, ein grünes BIM, also für mich ist es ja Digitalisierung, Daten erfassen. Und ich glaube, wenn wir die richtigen Daten erfassen, auch Richtung
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, dann kommen wir da ein Stückchen weiter. Und das ist auch ein sehr großer Vorteil, den man vielleicht jetzt nicht durch Effizienzsteigerung oder wir bauen jetzt schneller, sondern wir müssen da langfristig denken. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich kann mich meinem Vorredner natürlich nur anschließen. KI ist so das nächste Thema, das nächste Schlagwort. Es gab ja auch das KI-Jahr, Wissenschaftsjahr nun. Ich denke mal, Daten sind essentiell. Sonst können wir dort natürlich nicht trainieren. Wir beschäftigen uns auch mit KI. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sagen müssen, wir müssen ein KI-Zentrum, ein BIM-Zentrum. Wir brauchen ein Digitalisierungszentrum. Für mich ist auch KI eigentlich gehört zu einem Teil zur Digitalisierung dazu, vielleicht der nächste Schritt. Ich glaube, den sollten wir uns nicht verschließen, aber wir sollten natürlich auch jetzt erstmal einen kleinen Schritt gehen. Also jetzt aus der Forschung würde ich sagen, sehr interessantes Thema, machen wir sofort. Aber ich glaube, jetzt in Zukunft, um das wirklich auf die Straße zu bringen oder dann auf die Baustelle zu bringen, brauchen wir jetzt erstmal im Prinzip die ersten Standards und wir müssen es jetzt einfach einführen. Und das zeigen uns auch andere Länder einfach. Und bevor wir dann in die nächste Richtung gehen. Aber ich denke mal, eine Grundlage ist gelegt, um KI dann auch vernünftig ins Bauwesen zu bringen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir die zweite Fragerunde hinter uns. Dritte reicht nicht mehr, 7 Minuten. Jetzt habe ich mal so ein bisschen, Herr Magnitz, doch noch eine Runde. Nee, wir machen keine dritte Runde mehr. Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben. Ich finde, die beiden Herren hier von den Universitäten sind ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen habe ich einfach erlaubt, Professor Mondino noch mal das Wort zu erteilen, zu sagen, könnt ihr, was ihm in der Diskussion alles aufgefallen ist. Bitte, Sie dürfen gerne noch Ihr Statement abgeben. Ja, sehr herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ein Gedanke brennt mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln. Es sind immer wieder Stichworte gefallen. Herr Müller sprach von der gesellschaftlichen Verantwortung. Wir sind alle Gesellschaft. Und ich glaube, wir dürfen bei dem Begriff BIM nicht vergessen, es ist nicht einfach nur ein Planungstool. Damit bauen wir nicht irgendwie besser. Worum geht es? Es geht um Informationen. Es geht um Informationen, die wir überall brauchen, egal auf welcher Ebene. Und wir brauchen Informationen, wie das jetzt auch Professor König sagte. Wir müssen zum Beispiel auch wissen, wo ist denn welches Material verbaut? Wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen. Wir sind uneffektiv beim Bauen. Wenn man den Untersuchungen Glauben schenken kann und wahrscheinlich auch muss, dann ist die Arbeit auch auf den Baustellen uneffektiv. Bauarbeiter und Arbeiterinnen, die verbrauchen unendlich viel Zeit in der Suche von Material, im Umräumen. Wir produzieren viel zu viel Müll. Wir haben ein irrsinniges Müllproblem. Und wir merken ja, dass das sind alles nur kleine Schrauben. Aber diese ganzen Stellschrauben in der Summe werden dazu führen, dass wir effizienter bauen, dass wir auch günstiger bauen. Und dafür brauchen wir Informationen. Informationen brauchen wir, um Entscheidungen zu treffen. Die müssen wir auf allen Ebenen. Entscheidungen müssen Auftraggeber treffen. Entscheidungen müssen Planer treffen, auch in der Kooperation, in der Kommunikation. Eine Gesellschaft muss eine Entscheidung treffen, ob sie ein bestimmtes Bauvorhaben gut findet oder nicht gut findet. Auch dafür taugen digitale Methoden, das auf der Grundlage von Modellen, die Informationen speichern. Das wird uns, glaube ich, zukunftsfähig machen. Und wir müssen als Gesellschaft nachhaltiger werden. Und wenn wir weniger Müll verbrauchen, wenn wir die Gebäude, die wir haben, als Ressourcen sehen, für auch die Baustoffe, die wir in der Zukunft brauchen, dann können wir, glaube ich, wirklich auch günstiger bauen, vor allem nachhaltiger bauen, wenn wir die Materialien besser nutzen. Urban Mining sind solche Stichworte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und digitale Prozesse sind, glaube ich, nicht alleine da, um vielleicht mal ein bisschen besser zu bauen, sondern wir müssen damit Ressourcen einsparen. Wir müssen damit viel, viel besser auch mit unserer Gesellschaft umgehen. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Diesen Gesamtblick müssen wir haben. Und wir dürfen nicht auf einzelne Aspekte achten. Es ist ein sehr komplexes Gebiet. Das hat regulatorische Aspekte, es hat Wissensaspekte, es hat Veränderungsaspekte in der Art und Weise, wie wir Themen adressieren. Und es braucht, glaube ich, einen gemeinsamen gesellschaftlichen, eine gesellschaftliche Anstrengung, gesellschaftliches Engagement, um diese Themen anzugehen. Und da sollten wir die Chancen der Digitalisierung sehen. Vielen Dank.
können sich gar kein schöneres Schlusswort vorstellen für die öffentliche Sitzung. Ihnen Dankeschön, dass Sie alle da waren und auch für die angenehme Diskussion. Ja, wir fangen an zu diskutieren. Wahrscheinlich sehen wir uns noch öfter in den goldenen 20ern über Digitalisierung und BIM. Unterhalten wir uns dann noch. Also nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie da waren. Auch an die Zuschauer. Ich müsste Sie bitten, alle nochmal rauszugehen. Der nachher reinkommen darf, der darf dann auch wieder rein. Aber erst müssen wir räumen, weil wir gleich nicht öffentliche Sitzung haben. Ja, auch Dankeschön für das Verständnis. Dann schließe ich die Sitzung.